lieben Fans des SC Eisenstadt, zum Abschluss noch das Interview mit unserem neuen Co-Trainer Jörg Pasterniak. Jörg, gleich die erste Frage, wie bist du zum SC gekommen? Ja, ich kenne ihn in Obmann, in Christopher Götz, schon sehr, sehr lange, privater. Und wir sind vor kurzem ins Gespräch gekommen und er hat mich einfach überzeugt von dem Projekt. Was hat der SCE, was andere nicht haben? Momentan merke ich das schon, es ist sehr familiär und ein sehr guter Zusammenhalt, nicht nur zwischen den Trainern, sondern auch mit dem Vorstand. Welche Ziele hast du hier beim SCE? Ziele, ja natürlich, selbst wenn wir als Trainer natürlich auch weiterentwickeln. Wir wollen einen guten Nachwuchs einmal auf die Beine stellen und sportlich, was die Zeit bringt. Was ist dir als Trainer, Jörg, besonders wichtig? Gibt es Inhalte, auf die du ganz besonders Wert legst? Natürlich Nachwuchs eine Chance geben, das ist für mich ganz wichtig. Das nächste natürlich ist einmal Pünktlichkeit. Unpünktlichkeit ist Respektlosigkeit gegenüber Trainern und Mitspielern und der Zusammenhalt natürlich. Gibt es irgendwelche Trainer, die dich besonders begeistern, von denen du viel gelernt hast oder lernen kannst? Natürlich gibt es national und international große Namen. Aber wenn ihr national bleibt, sag mal in kleiner Region, ist der Matze Hannes vom UFC St. Georgen. Er war selbst Spieler beim SC Eisenstadt, hat große Erfolge als Spieler gehabt, mittlerweile als Trainer und der ist wirklich ein großes Vorbild. Hast du persönlich irgendeinen Lieblingsverein und oder einen Lieblingsspieler? Ja, wenn ich es so beziehe, natürlich national SC Eisenstadt und die Austria aus Wien und international Borussia Dortmund. Was macht für dich diesen Zauber aus, den Zauber des Fußballs? Was ist für dich das Faszinierende in dieser Sportart? Einfach mal der Spaß und die Bewegung. Und natürlich, Siege sind immer schön zu feiern, aber nicht immer das Wichtigste. Wichtig natürlich, dass die Kinder sich bewegen und natürlich die Erwachsenen natürlich auch und Spaß daran haben. Verfolgst du eigentlich neben dem Fußball noch andere Sportarten? Ja, ich versuche jetzt wieder, wenn es zeitlich möglich ist, natürlich Tennis zu spielen. Ich gehe laufen. Die Kinder bin ich Radfahren noch hin und wieder. Winter natürlich Wintersport, bin ich ein lang dienender Snowboarder. Jörg, zum Abschluss noch eine Frage, was wünschst du dir für die Zukunft des SC Eisenstadt? In der Zukunft natürlich, dass wir ein bisschen Aushängeschild werden, nicht nur in der Region, dass wir sehr gute Nachwuchsarbeit leisten werden, dass wir natürlich zeigen können, was wir können und ich bin mir ziemlich sicher, mit diesem Trainerteam und mit diesem Vorstand werden wir das ziemlich sicher erreichen. Ja, Jörg, zum Abschluss, wie schon beim Löwe und beim Mario, ein kurzer Wörtrepp. Ich nenne dir ein paar Begriffe und du sagst mir jeweils, was das Erste zu diesen Begriffen in Sinn kommt. Ja. Achtung, es geht los mit dem ersten Wort Zusammenhalt. Extrem wichtig in einer Mannschaft. Torjubel. Mindestens fast genauso wichtig, mit Maß und Ziel aber natürlich. Coachingzone. Ich werde mich bemühen, dass ich mich nur in der Coachingzone durchbewege. Ersatzbank. Mindestens genauso wichtig wie die Startaufstellung. Elfmeter. Immer wieder 50-50 Chance, geht's gut oder nicht gut. Die Bühne. Fans natürlich sind extrem wichtig wegen einem Zusammenhalt. Wir hoffen natürlich, dass wir viele Fans da beim SC Eisenstadt gewinnen können. Und zum Abschluss das letzte Wort, Mario Bührer. Waren eigentlich zwei Wörter, aber okay, wie es auch beantworten. Mario Bührer, ein junger, sympathischer, sehr netter Trainerkollege, mit dem wir sicher viel Erfolg haben werden und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Gut, Jörg, dann danke ich für das Gespräch. Danke.